Hi Leute, herzlich willkommen hier mitten aus World of Tanks auf meinem Kanal. Ich grüße euch, ich hoffe, ihr seid alle fit und euch geht's gut. Ich habe mir mal Gedanken gemacht. Moment, nochmal strecken hier und einen Schluck Kaffee. Kaffee ist immer viel am Start hier, das wisst ihr ja. Ich habe gedacht, ich muss mal wieder was passieren. Übrigens, momentan, kleiner Tipp, oben gibt es Prozente umwandeln, ne? Habe ich glaube ich schon erwähnt. Die üblichen Livestreams und Replays und bla bla blub. Ich muss mal wieder was Neues machen. Und ich habe mir gedacht, ich mache so eine neue Reihe, wo ich meine persönliche, ja, Panzersammlung kann man es nicht nennen, aber Panzer vorstelle, die ich fahre. Ich spiele das Spiel jetzt schon seit 2011. Ich habe schon viele, viele Panzer besessen, aber auch viele wieder verkauft. Ich bin also kein klassischer Sammler. Die Panzer, die ich vorstelle, mit denen komme ich gut zurecht oder einigermaßen als eher schlechterer Spieler, aber eben das will ich euch nicht vorenthalten, welche ich gut finde und welche nicht, mit denen ich zurechtkomme. Und ich glaube, da haben viele auch einen positiven Nutzen draus, weil viele eher so der durchschnittliche Spieler sind oder eher unterdurchschnittlich. Das ist die große Mehrheit in World of Tanks. Und ja, ich mache jetzt einfach, fange jetzt mal mit den, keine Ahnung, mit den Neunern an. Das ist so meine Lieblingsstufe. Und werde in jedem 9er Panzer, den ich besitze, so drei Runden drehen. Wahllos, gerade so aufgenommen. Scheißegal, wie, was, wo. Ja, und einfach ein paar Dinge erzählen zu den Panzern, die mir so aufgefallen sind und die mir gefallen und ja, und so weiter. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auf irgendwelche guten Infos, sondern ist einfach nur mein persönlicher Eindruck, ja, nach 9 Jahren World of Tanks. Das sind auch wirklich die wenigen, die ich behalten habe. Es wird immer wieder was ausgebaut. Ich werde mir als nächstes die tschechischen Autoloader holen. Oder ich weiß nicht, vielleicht hole ich mir dann doch den Standard B noch. Ich weiß es nicht. Das kommt, wird immer einer dazukommen. Der wird dann immer wieder neu auf vorgestellt in dieser Liste. Und eben, ich bin sehr wählerisch. Ich verkaufe viele Panzer. Zum Beispiel den Leopard. Da scheiden sich auch die Geister. Da hatte ich bis Stufe 10. Hätte ich ihn haben können, ich habe alles verkauft. Ich kann mit der Mühle nichts anfangen. Erfordert einen hohen Skill Cap und von dem, den habe ich nicht. Und wenn mir ein Panzer nicht liegt, bevor mir die Garage blockiert, verkaufe ich ihn. Also ich gehöre nicht zu den Sammlern. Gut, genug gelabert. Wir wollen anfangen mit der Reihe mit dem E50. Was finde ich an dem gut? Ich habe jetzt an dem noch nicht so viel Gefechte drauf. Ich glaube 100 Stück oder so, ist egal. Was mir an dem gefällt, ist die Agilität, die ja, Geschwindigkeit. Das ist halt im Medium. Das Medium-Gameplay liegt mir halt sehr. Die Panzerung ist hundsmiserabel, aber merkwürdigerweise, wenn man ihn ein bisschen anwinkelt und aufpasst auf seinen Coppola, aber manchmal bounced auch was. Was mich ein bisschen erstaunt, aber es ist so. Wie gesagt, ich bin Anfänger, ist mein Eindruck. Ja, die Kanone, ich stehe auf geile Kanonen. Jo, die Streuung ist gut, Zielerfassung. Ihr wisst ja, ich bin Conqueror verwöhnt. Drum behalte ich auch meistens auch, ja, gute Kanonen. Den haben wir mir immer ein schönes Plätzchen in der Garage. Andere Trollteile verkaufe ich wieder. Ja. Gut, wir starten gerade rein ins Gefecht. Also, ich mache jetzt 3 Stück in dem. Jo, mehr gibt es eigentlich gar nichts dazu zu sagen zu dem. Ich finde, ich schieße halt Gold Only mit dem, logisch, weil der Durchschlag ist ein bisschen mies in meinen Augen, je nachdem gegen Zehner und man muss ihn ein bisschen fahren. Nicht wie der Leopard, aber man darf nicht ganz so offensiv an die Sache rangehen. Wie gesagt, es ist mein Eindruck, wem es nicht passt, kann weiterklicken. Aber ich denke mal, das Moment, was hat er hier? 270, ja. Es bringt eher den durchschnittlichen oder schlechteren Spieler mehr, wenn ein durchschnittlicher und schlechterer Spieler die Dinger testet, als irgendein Unikum. Die kommen mit allen Panzern zurecht. So, ich entscheide mich hier. Für was entscheide ich mich? Ich habe irgendwie keinen Bock auf den Kranwagen. Na gut, ich fahre links trotzdem. Ich denke mal, links kommt der Kranwagen. Ich schau mal. Und ich finde, er ist ein sehr schöner Panzer. Mir gefällt auch der Tiger 2. Also,
Ja, sexy. Aber miese Panzerung. Hier, den Centurion hatte ich auch schon besessen. Komm mit dem nicht zurecht. Verkauft. Ich gebe so einem Panzer meistens 150 Gefechte eine Chance. Ich habe da auch. Es gab auch schon Panzer, die ich mir wieder gekauft habe. Ich habe, glaube ich, den Kong auch erst verkauft. Hab gedacht, was ist denn das? Und habe mir dann wieder zugelegt. Und dann lief es plötzlich. Ganz komisch. Ja. Alles klar, Centurion. Was ist verpisst? Bad shot by me. Gegen den Löwenhalter und machst du nicht viel. Wenn er geradeaus guckt, hast du keine Chance. Hier, da bounced wieder was, obwohl meine Panzerung echt mies ist. Ich war jetzt halt ein bisschen angewinkelt. Und das ist was, was ich wieder interessant finde an ihm. Also, man kann nicht immer nach den Werten auf dem Papier gehen. Jawohl, ich kack dir aufs Dach. Er ist schwer zu treffen. Aber das ist wieder die Kanone. Gefällt mir. Die trifft. Warte ich, bis der Löwe hat. Riechst mich, gell? Ja. Schade. So, mal gucken, ob er da reinfällt. Den jetzt weggeschnappt. Was mache ich jetzt? Komm, ich fahre gleich vor. Wie gesagt, der E50 ist mobil. Das finde ich auch geil. Das ist wiederum was interessanter als ein Kong macht. Kommt, Jungs, auf geht's. Abo-Zeit. Müssen wir ein bisschen was tun hier. Ich mag präzise Kanonen. Und den könnte ich mir unter Umständen. Wo steht er denn? Da ist er doch. Den habe ich mir absichtlich gefangen. Einen kann ich noch.
Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Komm, mach ihn auf, 60er. Das ist scheiße. Wusste ich's doch. Rasha! Das hilft manchmal. Versuchen wir ihn mal zu tracken. Aber Dauertrack werde ich nicht schaffen. Gut. Ah, schade. Da war die Grille. Ganz ordentliche Runde. Aber ich muss sagen, ey, ihr habt es gesehen, man spielt ihn echt sexy. Also ich werde ihn behalten. Komischerweise, es ist ein deutscher Panzer. Es sind ja ein bisschen die Buh-Kinder bei mir, weil ihr wisst ja das Problem mit den deutschen Panzern. E100 unspielbar, meiner Meinung nach. Wir hoffen, dass der Buff bald kommt. E75 wird noch vorgestellt, das wird richtig hart. Tiger 2 kannst du ganz vergessen. Von dem her, es ist endlich mal ein deutscher Panzer, der sich lohnt, meiner Meinung nach. Also Daumen hoch von mir als Super Noob. Also ist echt ein geiles Teil. Gut, das haben wir gewonnen. Schön, schön. Na komm, mach hin. Der übliche Leopard Camp da hinten. 1700 noch auf der Uhr. Ja, genau, okay, safe. Na, das nennt sich zwar nicht ganz safe, aber 60 dp willst du wissen. Weil ich. Wir haben noch nicht so viel Zeit. Siehst du das, Lee? Ah ja. Schon gedacht. Wir waren, glaube ich, da auf den Felsen fokussiert. Okay. Oh Mann, stirb doch einfach, Leopard, und stell dich hin. Oh, okay. Puh, das war ja harter Stoff, Leute. So. Nehmen wir mal den Bonus an. Ja, passt. 60er, hä? Was war da los am Schluss? Ist doch ein relativ passabler Spieler. Man kann den auch mit der 8.8er spielen. Habe ich jetzt bei SkillFortwo gesehen. Der hat dann einen Reload, ich glaube, von 4 Sekunden. Das ist natürlich auch eine Ansage. Du kannst jemanden dauertracken, du kannst jemanden richtig bearbeiten. Er hat schon fast Autoloader-Qualitäten. Aber ich weiß auch nicht, ich stehe halt auf die großen Kanonen. Ne? Ich warte dann meine 7 Sekunden. Ist mir doch scheißegal. Aber eben, man kann ihn auch mit der kleineren Kanone spielen. Aber wie gesagt, gegen 10er kann das sehr frustrierend sein. Ein SkillFortwo weiß genau, wie, wo, was er schießen muss. Und das erfordert schon noch ein höheres Skillcap. Dass man auch die Schüsse weiß genau, wie man sie setzen muss und trifft. Und nee. Wie gesagt, ich mache das aus der Sicht eines Durchschnittsspielers. Der kann nicht jeden Weak Spot auswendig, der kann nicht jede Panzerwerte auswendig, der spielt einfach. Mit der Zeit kommen natürlich Erfahrungswerte dazu, wie, wo, wann du wen penetrieren kannst, aber ist trotzdem kein Vergleich. Wie gesagt. Hier geht es um das ganz normale World of Tanks. Gut, was haben wir? Zwei Arti. Sobald es zwei Arti hat, gehe ich das eher defensiv an. Okay, wir haben vier Beach Boys. Oh no, come on. Ah. Gut, das ist eigentlich schon verloren. Ihr dürft auf der Karte einfach nicht zum Strand fahren. Ah, da sind genauso Noobs dabei. Also das könnte gut gehen. Schauen wir mal. Kann man auch mal Luki Luki? Nee.
Obwohl, so viele TDs hat es gar nicht. Standard orientiert sich rüber. Okay. Na dann. Genießen wir die Arti, würde ich sagen. Immer schön in Bewegung bleiben bei zwei Klickern. Ich bin irgendwie scharf auf den T54 da außen. Mal dem Leo ein bisschen helfen. Das ist ein hohes Risiko. Der Leo macht das zu aggressiv, meiner Meinung nach. Ja, dann wunderst du dich und dann schreist du um Hilfe. Furzknoten, meine Herren, du hast einen Leo unterm Arsch. Ich frage mich manchmal, ob die in der Realität auch so fahren würden. Würde der mit seinem Leopard, mit seinem Glaspanzer so vorfahren? Egal. Egal. Wer kennt dieses Lied? So, jetzt schauen wir mal, ob da was aufploppt. Gegen der übliche Camper. Nee, eigentlich nicht, oder? Hey, der Jagdtiger ist unten. Auf geht's, Boys. Der steht viel zu tief. Komm mit, Kong. Ha? Halt dich fit, komm mit. Oh. Ist ja wieder anstrengend hier. Na. Run for your life, baby. Hat er nicht noch? Nicht? Also doch. Egal. Ich hab's überlebt. Wie gesagt, wenn's einigermaßen lustige Runden sein sollen, nehme ich immer den E50 jetzt. Unser Glück war jetzt auf der Karte. Meine Analyse. Doppelpunkt. Dass wir nicht nur, dass nicht nur wir die Noobs auf der Seite hatten, weil es heißt viele Noobs, ich bin ja auch ein Beach Boys, sagen wir mal, sondern auch im Gegnerteam sind viele Beach Boys unterwegs gewesen. Und wenn die Beach Boys mit den Beach Boys an die Beach fahren, können wir ein bisschen arbeiten auf dem Feld. Ne? So einfach ist das. So, dritte Runde. Aber normalerweise, wenn da 4, 5 Panzer zum Strand fahren, hast du verloren auf dieser Karte, ne? Zu 90%. Gut, wir haben einen Klicker, ein T30. Aua, ein T30. Neuer Metaller. Kann man gut penetrieren. 257 an der Seite, aber nimmt die obere Seite.
Nicht unten in die Wanne. Okay, ich schau mal, was das Team macht. Ich bin fast heavy. Ja. Los geht's! Scheiß drauf. Das ist das Gute an ihm auch. Man kann ihn auch so ein bisschen als. Ging das gut, ja, als so ein bisschen als Hybrid spielen. Also gerade bei so einem Matchmaking. Legt euch nicht so fest auf Med und Heavy. Also. Er rammt wie eine Sau. Also er ist. Ja, er ist. Er hat einen guten Durchschlag jetzt, wenn ich die Gold nehme. Ah, Mist. Standard B, das ist sehr unangenehm. Nee, das ist nix. Der will nur seinen Clip loswerden. Wo ist denn unser Heavy? Rufzger? Conqueror? Tut mir leid, das mit dem Spielen, Kommentieren, Nachdenken, Analysieren, das ist ein bisschen schwierig bei mir. In keinem Island. Standard ich richtig. Was aber? Come on, 50er, du hast die bessere Panzerung. Ja, ja, bitteschön, gern geschehen. Warten wir mal, bis sie geschossen haben. Ah, jetzt kommt da der Standard rechts. Seht ihr das? Komm, du Zecke, ich richte dich doch. Komm. Was ist er denn? Oh, der 705er sollte eigentlich fressen. Ich habe da nicht viel Zeit einzuaimen. Wenn du einaimst, hast du zwei Schüsse. Kriegst du zwei Schüsse ab. Da ist er doch. Ja, ist gut. Reg dich nicht auf. Ganz entspannt bleiben, Firlefanz. Abgeprallt. Ich bin mir noch unschlüssig, was ich mache. Wenn es 705er tot ist. Komm, Emil, den schaffst du doch. Na komm, na komm, na komm. Na komm. Nicht so schüchtern. So, mein Freund. So, ich glaube, der Italiener hat genug. Scheiße. Sehr knappes Game gerade. Ich finde diese Games gut. Abpraller, Anais 3, alles klar, Chef. Abpraller. Torte. Oh, ich liebe Eckengebumse. Edge. Ich nehme jetzt HE, scheiß drauf. In der Ecke stehen und sich HE in die Fresse hauen. Das ist was Geiles. Na? Wo ist er denn? Ach scheiße, da war der Felsen. Wir warten jetzt. Ja! Das muss wehtun. Huh! Reaktion ist on point. Der Typ ist schwer. Hat. Jetzt fährt mir der Vollidiot in Schuss. Ich glaube, wir müssen gleich. Wir müssen hier weg.
Es gibt einen Loose wahrscheinlich. Nein. Okay, jetzt habe ich die Standard drin, das ist natürlich scheiße. Einen habe ich noch rausgedrückt. Ja. Eben Panzerung. Ich stand hier mal, genau an der Stelle. Nur als Vergleich mit dem Kong. Ich habe, glaube ich, ich habe es noch geschafft, bevor ich natürlich auch gestorben bin, wenn es dann zu viele sind, es waren auch so ähnlich viele. Trotzdem, ich glaube, 3 Panzer habe ich mal rausgenommen, habe die Flanke relativ lang gehalten und mit dem E50 stellst du dich halt down und die F-Punkt-Punkt-Punkt, die halt trotzdem durch den Turm. Ne? Das ist halt der Nachteil. Aber gut, er ist trotzdem schön zu spielen. Diese Runden um die 3000, 4000 Damage. Wenn ich mal gut drauf bin, wohlgemerkt, wenn ich genug werde, sind ganz normal in dem, komischerweise. Also er spielt sich sehr sexy, also. So, Adi, stirbst du auch noch? Zack. Aber eben halt, dann kannst du nicht viel erwarten. Das ist meine Meinung. Da ist wieder der Kong gut dafür. Du musst halt beim Kong aufpassen, dass sie den nicht oben aufs Dach kacken. Du musst ein bisschen den Turm bewegen, weil du hast halt auch diesen Coppola. Den Coppola beim Kong ist halt auch ist relativ gut zu treffen. Ja, aber wenn du das beachtest, ich habe da auch schon wirklich, wirklich sehr gute Runden im Kong geschafft. Aber der Kong ist ein anderes Thema, den stelle ich euch dann vielleicht das nächste Mal vor. Wie gesagt, mein Resümee zum E50. Ich werde ihn auf jeden Fall behalten. Ist einer der wenigen, der es geschafft hat, in meiner Garage bleiben zu dürfen. Weil ich den auch spiele. Er macht einfach Spaß. Schauen wir mal. Oh. Naja, egal. Der hat sich einen abgefarmt da hinten. Einen habe ich ihm gedrückt. Jo. Wie gesagt, der bleibt schön. Ich finde ihn, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich finde ihn auch total irgendwie. Er gefällt mir, ganz ehrlich. Der einzige deutsche Panzer, der mir momentan wirklich gefällt. Spielbar, gut zu spielen, sehr agil in meinen Augen, gute Kanone, Scheißturm. Trotzdem bounce manchmal was, aber trotzdem in so Momenten wie gerade eben ein Scheißturm. Gut, nächstes Mal, um euch mal den Kontrast zu zeigen, spielen wir den hier. Tut mir leid, wenn ich lachen muss. Der ist auch nicht übel, ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich behalte ihn trotzdem, weil man mit dem manchmal auch so ganz nette Runden hat. Gut, das soll es gewesen sein, sonst wird es zu lang. Dann lade ich das mal hoch. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen unterdurchschnittlichen, durchschnittlichen Spieler helfen, von dem durchschnittlichen Spieler bei seiner Entscheidungsfindung. Also das Teil lohnt sich auf jeden Fall. Ne? Okay, dann wünsche ich euch alles Gute. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Wenn ihr noch einen Clan sucht, schreibt mich in-game an. Ich bin jetzt Rekru-Offi. Ich habe meine Karriere als Kampf-Offi an den Nagel gehängt. Zu viel Fame, wisst ihr. Na, ist egal. Jedenfalls schreibt mich an und dann können wir mal quatschen. Ich schicke euch die TS-Daten. Wir suchen immer Leute. Aber ich finde, ihr solltet wenigstens einen 10er haben oder ein paar 8er, damit wir mal ein bisschen schambitzeln können. Wir sind jetzt kein Superclan, aber wir spielen ganz gern zusammen. Vorstoß haben wir jetzt auch schon probiert. Gibt es auch ein Video zu auf meinem Kanal. Schaut es mal in der Liste. Wir sind das erste Mal Vorstoß gefahren. Wir machen uns langsam. Okay, also ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal hier. Das heißt, mitten aus World of Tanks.